für den Vortrag Die NEOS-Grundlagen, Sebastian. Hallihallo. Ja, ich freue mich sehr, heute hier sein zu können und freue mich auch sehr, dass ihr alle da seid. Und ich habe die Ehre, sozusagen den ersten Vortrag hier zu halten zu dem Thema die NEOS-Grundlagen. Genau, ich bin Sebastian Kurfürst, bin Mitgründer und CTO von Zenstorm, bin einer der NEOS-Teammitglieder. Ich war früher auch im Typo-3-Kernteam für eine ganz lange Zeit und genau, ja, habe Fluid vielleicht Fluid erstellt, vielleicht sagt dem einen oder anderen das noch was, XSpace, das Form-Framework. Genau, und würde sagen, wir starten einfach mal. Genau, heute möchte ich NEOS vorstellen, ich möchte die Community vorstellen und wir sind natürlich da zum Fragen beantworten, wie Tobi schon gesagt hat. So, was ist also NEOS? Kurz auf die Historie geguckt, NEOS ist ein Content-Management-System, was ursprünglich seine Wurzeln aus dem Typo3-Ökosystem hat, weil wir vor mittlerweile 15 Jahren festgestellt haben, dass Typo3 immer mehr für Anwendungen verwendet wurde. Das heißt, es ist nicht mehr nur diesen reinen CMS-Case gab, sondern immer auch die Anwendung, okay, ich möchte irgendwelche Framework, ich möchte mehr entwickeln da drin. Und da hatte Typo3 damals relativ wenige Bordmittel oder relativ Low-Level-Bordmittel gehabt. Und da haben wir 2006 mittlerweile uns entschieden, Flow als Basis zu entwickeln und darauf dann ein neues CMS, das ist halt NEOS. Und wir sind seit 2015 unabhängig, das heißt, da haben wir quasi jetzt einfach organisatorisch Typo3 und NEOS voneinander getrennt, das hat sich dann so ergeben. Genau, NEOS ist ein CMS, ein Content-Management-System. Ich würde es einfach mal ganz kurz, vielleicht mal kurze Frage, wer hat es denn schon mal gesehen? Fangen wir mal so an. Genau, dann wird das jetzt ein bisschen eine Basic sein. Erstmal kurz erklärt, worum geht's. Wir haben, also die Grundidee von NEOS ist, wir können die Inhalte direkt so editieren, wie sie auf der Webseite zu sehen sind. Das heißt, wir haben in der Mitte die Webseite, unseren eigentlichen Inhalt und ich habe an der linken Seite diesen Seiten-Dokumentenbaum, rechts habe ich die Inhaltsstruktur auf der Seite, den Inspektor für das aktuell selektierte Element und kann so die Seite so editieren, wie sie halt real ist. Ich zeige das mal an einem konkreten Beispiel, nämlich beispielsweise unserer, eine bisschen älteren Version unserer eigenen Firmenwebsite, die hat sich jetzt auch mittlerweile ein bisschen weiterentwickelt, aber genau, wenn ich mich da einlogge, dann sehe ich erstmal wieder die Webseite, wie sie ist. Ich kann halt direkt in die Texte klicken, kann direkt anfangen, meine Texte zu editieren. Kann ein neues Bild hochladen beispielsweise. Kann das direkt zuschneiden, auch mit bestimmten Seitenverhältnissen, wenn ich das möchte, kann man vorher einstellen, dass man es da restriktiv ist. Wichtig, alle Änderungen werden sofort serverseitig gespeichert, sind aber noch nicht direkt online. Also das sieht man oben an diesem orangen Publish to Live, dass das sozusagen nur alles ist, was man gerade in seinem User, sogenannten User Workspace macht. Ich kann auch was verstecken beispielsweise. Und erst, wenn ich Publish drücke, dann wird es letztendlich auf die Live-Webseite weitergegeben und ist letztendlich online. Genau, nochmal ein Beispiel. Von einem Blogpost mache ich einfach mal neuen Blogpost, gebe jetzt einen Inhaltstitel an. Dieses Video war für die NEOS-Konferenz 2017 produziert. Genau, und dann kann ich direkt anfangen zu schreiben und kann meine Inhalte in Form von so schrittweisen Inhaltselementen, Blöcken weitergeben. Das ist bei Typo3 ja ganz ähnlich, auch bei WordPress. WordPress hat ja auch mittlerweile so einen Blog-Ansatz jetzt mit Project Gutenberg. Genau, und im Prinzip ist es bei NEOS genau dasselbe Prinzip. Da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. So, guck mal, genau, jetzt haben wir das geschrieben. So, also nochmal ein bisschen zusammengefasst. Wir können direkt die Webseite editieren, so wie sie ist. Das ist eigentlich der Riesenvorteil von NEOS. Damit fallen fast alle Einarbeitungsaufwände für Redakteure weg. Und man kann das kombinieren mit einer beliebigen Ausgabestruktur, die man generieren möchte. Das heißt, man kann quasi ein HTML-Template haben und kann exakt dieses Template mit NEOS erzeugen und ist damit sehr, sehr flexibel. Auf der linken Seite von der NEOS-Nutzeroberfläche haben wir diesen sogenannten Document Tree. Das ist quasi der Seitenbaum. Wir haben das noch ein bisschen generalisiert. Das werde ich später noch erklären, warum das nicht einfach Seitenbaum genannt ist, sondern was ein bisschen Spezielleres ist. Aber man kann sich das erstmal als Seitenbaum im Kopf halten. Und auf der rechten Seite haben wir diesen Inspektor, wo man halt für das aktuell selektierte Element
die Eigenschaften editieren kann, die man nicht direkt im Hauptfließtext bearbeiten kann. Also alles, was halt nicht Text ist, wie jetzt Bilder, irgendwelche, wann ist was sichtbar, irgendwelche SEO-Einstellungen, das kann man alles mit Inspektor entsprechend machen. So, noch ein Detail. In diesem Baum links gibt es unten noch einen sogenannten Content Tree. Und da fällt jetzt schon mal was auf. Und zwar, man kann so Inhaltselemente machen wie so ein Three-Column-Content, so ein Drei-Spalter-Element mit einer Spalte 0, Spalte 1, Spalte 2 und da wieder Inhaltselemente rein verschachteln. Das bedeutet, diese hierarchische Struktur von Inhalten endet nicht auf der Seitenebene, sondern geht quasi wirklich ganz, ganz tief runter bis zu den kleinen Elementen auf der Webseite. Und das ist halt das, was man früher oder was man zum Beispiel bei Typo 3 mit Template Overlay machen konnte, mit Grid Elements machen konnte. Das ist halt, das haben wir halt einfach auch festgestellt, dass es extrem praktisch und extrem mächtig ist und deshalb haben wir das halt auch direkt ganz tief im Kern verankert. Genau, man kann in Neos verschiedene sogenannte Preview-Modes einstellen. Das ist jetzt am oberen Rand. Die, mit denen Neos standardmäßig ausgeliefert wird, ist In-Place und Raw-Content und Desktop. Und das kann man halt nutzen, um beispielsweise responsive Vorschauen zu erzeugen. Das heißt, da kann ich halt genau sehen, wie bricht mein Text auf einem mobilen Gerät um. Die Media Queries werden korrekt berücksichtigt von CSS. Ich kann also direkt auf Länge schreiben. Das ist ja was sozusagen, was für manche Redakteure durchaus wichtig ist. Wie wirkt der Inhalt auf einer bestimmten Zielgruppe für ein bestimmtes Gerät? Und das kann ich zum Beispiel damit sehr, sehr einfach ausprobieren. Genau, Neos ist mehrsprachig, ist fähig, Mehrsprachigkeit zu machen. Einschließlich Fallbacks, das heißt, man kann sowas sagen wie, wenn der Inhalt in Englisch nicht vorhanden ist, oder anderes Beispiel, wenn der Inhalt in Schweizerdeutsch nicht vorhanden ist, dann zeigen wir den deutschen Inhalt an. Das ist so das typische Beispiel, wo man das halt machen möchte. Ich möchte es aber spezialisieren, ich möchte bestimmte Inhalte für Schweizerdeutsch trotzdem nochmal extra anlegen können. Es gibt vielleicht für die Typo-3ler unter euch, es gibt keine Base-Language. Man kann das in beliebigen Richtungen übersetzen, sondern es ist, genau, wie gesagt, man kann es in beliebigen Richtungen übersetzen. Genau, und wenn ich jetzt einen neuen Inhalt einfüge, dann kann man zum Beispiel sowas machen wie sagen, hey, ich kann den Nutzer guiden, kann ihm sagen, willst du den Inhalt in einer bestimmten Sprache vorerst anlegen beispielsweise? Und das war dieser Pop-up, was wir gerade gesehen haben, dass das System einem halt sagt, hey, stopp, du willst es eigentlich hier gar nicht anlegen, du willst es eigentlich auf einer anderen Seite anlegen. Das ist das, was wir hier gerade sehen. So ein Hinweis, eine Empfehlung, mach mal bitte den Inhalt in Englisch zuerst. Sowas kann man auch machen. Genau, es gibt einen Publishing- und einen Review-Workflow. Das heißt, ich muss die Änderung nicht sofort live schalten, sondern ich kann sie auch schrittweise online machen. Ich kann nochmal der Redakteur publiziert was, schreibt was, irgendeine Marketingabteilung macht nochmal ein finales Häkchen dran oder will nochmal drüber lesen, bevor das online geht beispielsweise. Und dann wird es dann konsolidiert online gestellt. Das ist auch sehr hilfreich für bestimmte Kampagnen. Wenn man halt sagt, eine gesamte Kampagne soll auf einen Schlag online gehen, ist das genau das Mittel der Wahl. Das machen wir zum Beispiel auch bei jedem neuen Neos-Release. Da gibt es so einen Workspace, wo halt alle Änderungen für diesen Neos-Release an der Webseite gesammelt werden. Und damit kann man halt dann konsistent, wenn dann der Release draußen ist, in einem Rutsch sozusagen das online schalten. So, wir haben Multisites, also das heißt, man kann in einer Neos-Instanz mehrere Websites verwalten. Mit einer kleinen Einschränkung, es ist sinnvoll, dass diese Webseiten alle, ich sag jetzt mal, ähnlich aufgebaut sind, weil nämlich diese Webseiten sich einen Teil der Konfiguration teilen momentan. Wir raten auch sehr davon ab, dass man halt quasi ganz, ganz, ganz verschiedene Webseiten in dieselbe Instanz packt. Das sorgt nur für Probleme beim Updaten beispielsweise. Deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden zu sagen, okay, wir reduzieren das ein bisschen, aber man kann halt ähnliche Webseiten ganz einfach in dieselbe Instanz packen. So, wenn wir mal Neos sozusagen ein bisschen in Blöcken angucken, jetzt schon mal so ein bisschen die Entwickleransicht, dann besteht das aus einigen Komponenten. Ganz unten ist dieses Flow Framework, das ist ein generisches PHP-Entwickler-Framework, erkläre ich später noch kurz was zu. Darauf basiert sind unsere zwei Speichermechanismen, das Content Repository auf der einen Seite, das ist dieses Ding, was diesen baumstrukturierten Inhalt komplett speichert. Auf der anderen Seite diese Asset Storage, das ist dafür verantwortlich, Bilder, hochgeladene Videos, solche Dinge zu speichern und kann das zum Beispiel auch zu AWS publizieren oder es bei AWS speichern, also mit Amazon S3 beispielsweise oder anderen Cloud Storages.
Dann haben wir darauf die Content-Rendering-Schicht. Das ist also die Schicht, die definiert, wie mein abstrakt definierter Inhalt ausgegeben wird. Da gibt es eine Sprache namens Fusion, um das zu realisieren. Die werden wir heute noch ein bisschen sehen. Und darauf, auf dieser Basis, dann die Nutzeroberfläche, die User-Interface angesiedelt. Und der Witz dabei ist, dass man Neos auf jeder dieser Ebenen sehr, sehr flexibel erweitern kann. Das heißt, ich kann, wenn mir das, also wir versuchen, ein kohäsives, ein zusammenpassendes Set an sozusagen Bausteinen bereitzustellen. Und wenn mir aber das Verhalten davon nicht gefällt oder halt für das Projekt nicht hilfreich ist, dann kann ich da sehr detailliert reingreifen und das austauschen. Das ist eigentlich der Hauptvorteil davon. So, wir haben jetzt ein bisschen über den Redakteur geredet. Wie fühlt sich Neos für den Redakteur an? Wir haben festgestellt, das ist nicht alles, was entscheidend ist. Es ist halt auch wichtig, dass sich der Entwickler wohlfühlt, weil wir sind halt alle Entwickler. Das ist ein Werkzeug, womit wir sehr viel Zeit verbringen. Da sollten wir uns auch wohlfühlen. Und damit man als Entwickler Neos gut an seine Bedürfnisse anpassen kann, muss man zwei Fragen beantworten, nämlich: Wie wird die Content-Struktur definiert? Also wie kann ich den Inhalt meiner Webseite in diese Baumstruktur bringen? Und was mache ich, wenn das mal nicht reicht? Wie kann ich da ausbrechen, wenn das halt notwendig ist? Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel eine Website, Korkites. Die Korkites, das ist ein Kite-Hersteller. Ich weiß nicht, ob jemand kitet, ich leider nicht. Ich wollte es mal ausprobieren, aber genau, die Website ist ganz schick. Das ist eine Neos-Webseite. Und da habe ich, wenn ich mich einlogge ins Backend, sehe ich halt den Seitenbaum. Das sind halt dann, wie gehabt, und den Inhalt in der Mitte. Und jetzt gucken wir uns mal die Inhaltsstruktur dieser Seite an. Als erstes nehmen wir uns mal eine Seite her, die, ich sage jetzt mal, eine normale Inhaltsseite ist. Das ist jetzt hier so eine Support-Seite. Da gibt es so ein Support-Paket, Corecare und auf dieser Seite sehen wir im Prinzip vier große Elemente. Wir haben hier oben so einen Text, wir haben ein Formular, wo ich mich anmelden kann. Ich kann hier was gewinnen und ich habe hier irgend so ein Hilfsbild. Wie finde ich die Seriennummer meines Kites? Das heißt, man kann das eigentlich so modellieren. Ich habe hier irgendwie diese vier Blöcke. Man sieht relativ gut, es gibt eine linke Spalte und eine rechte Spalte und so sind die halt angeordnet. Und wenn man das jetzt mal auf die Inhaltsstruktur bringt, auf die Node-Type-Struktur, dann sieht die zum Beispiel oder sehr wahrscheinlich so aus. In dem konkreten Fall sieht sie so aus. Wir haben eine Page ganz oben, Support-Page. Da gibt es zwei Content-Collections. Eine Content-Collection ist einfach nur sowas wie eine Spalte in Typo 3, also so ein Behälter für Inhalte quasi, ja, für eine Menge von Inhalten untereinander weg. Haben also eine für die Hauptspalte und einen für den Sidebar, für diesen rechten Bereich. Und da drin haben wir jetzt zwei Elemente, nämlich einmal einen Text für diesen Kite-Support und dann ein Formular für den Sign-Up-Form und unten haben wir nochmal einen Text und ein Bild. Ich sag mal, soweit so unspektakulär, ja, das ist eine Funktionalität, die man zum Beispiel auch in Typo 3 ganz einfach nachbauen kann. Da würde man genau dasselbe machen. Ne? Man würde einfach auch sagen, okay, linke Spalte oder Hauptspalte, Text und Formular, rechte Spalte, Text und Bild, soweit so klar. Interessant ist, dass diese Node-Types komplett anpassbar sind. Wichtig, das ist alles, was in Klammern steht, ist also ein sogenannter Node-Type, der sagt, welche Eigenschaften kann so ein Knoten haben, also welche Properties sind da drin, was sind die Defaults und so weiter. Und Neos liefert einen Satz von Standard-Node-Types mit, also sowas wie Text, Bild, Formular, was wir gerade alles gesagt haben. Aber ich kann die sehr frei definieren, sehr frei anpassen. Ich kann auch die Standard-Node-Types wegschmeißen. In manchen Projekten ist das sehr sinnvoll. Und das will ich jetzt mal zeigen, was das bedeutet. Wenn wir uns jetzt eine andere Seite angucken, und zwar so eine Produktseite für so einen Kite, so diesen GTS3-Kite, den wir hier sehen, dann könnte man jetzt genauso hingehen, könnte man genauso sagen, okay, gut, hier gibt es irgendwo einen Text, hier gibt es ein Bild, hier unten gibt es irgendwie Funktionalitäten, das sind vier Spalter, das sind irgendwelche Bilder drin, ne? Also so könnte man auch rangehen, das zu zerschneiden. Und das ist was wir in Neos ganz, ganz anders denken. Wir sagen, okay, das ganze Ding, diese ganze Seite, da dreht sich eigentlich um einen Inhalt, um ein großes Ding. Ja? Und dieses Ding ist ein Kite. Ja, das ist das Produkt, was die verkaufen als Wichtigstes. Also wäre es sinnvoll zu sagen, hey, wir haben einen Node-Type-Kite und der hat einen Titel, eine Beschreibung, ein Image und eine Liste von Features. Das heißt, Titel wäre dann das hier oben, Description ist das, was hier halt steht, das Image wird halt dann in diesem Fall rechts ausgespielt und die Features sind halt wieder abstrakte Dinge für diese Funktionalitäten, die dann in diesem Fall halt als vier Spalter ausgegeben werden. Das heißt,
Der Node-Type Kite hat, wie gesagt, Titel, Beschreibung, Produktbild und er definiert, dass es unten drunter so eine Features Collection gibt, also eine Sammlung von Funktionalitäten, die dieser Kite halt besitzt. Und da gibt es dann halt das Feature 3 Strut Frame und das Feature Speed Wolf. Ich weiß ehrlich gesagt nie, was das ist, aber es klang sehr fancy. Genau. Und auf diese Weise kann ich also die Domäne des Kunden modellieren. Die kann exakt sozusagen das, was der Kunde, also wie der Kunde denkt, in das CMS abbilden. In vielen anderen Systemen haben wir immer das Problem, dass wir sozusagen die Welt des Kunden haben und wir müssen das irgendwie in dieses CMS reinpressen. Und das passt halt nicht so richtig, weil wir im CMS halt nur vorgefertigte Bausteine haben, wie Text, Text mit Bild oder Formular. Und aber halt es nicht so einfach ist, neue Inhaltselemente flexibel und auch kleinteilig zu erstellen. In Neos funktioniert das so. Das geht mit Konfiguration, das ist eine YAML-Datei. Ich weiß nicht, kennt ihr YAML? Nur mal kurze Frage, sonst erkläre ich es kurz. Genau, also Grundidee ist, wichtig bei YAML ist, die Einrückung ist entscheidend. Das heißt, wenn was eingerückt ist, ist was sozusagen tiefer drin. Und dann kann man sich das wie so einen Baum vorstellen. Ne? Core Kites Kite ist hier ganz oben und dann gibt es halt die Keys Supertypes, Child Nodes, UI, Properties und so weiter. Und ich erkläre das mal, was hier dran steht. Also das sagt jetzt, Kite ist ein Neos-Document. Das bedeutet, es taucht links in diesem Document-Baum auf, ne, den wir gesehen haben, also diesem Seitenbaum in Anführungszeichen. Es hat ein Label, Kite-Product. Es definiert Eigenschaften, wie dass es ein Teaser-Bild gibt beispielsweise. Und diese Eigenschaft ist vom Typ Image. Und das sorgt dafür, dass im Inspector man automatisch das Image das Bild hochladen kann. Also einfach nur, dass ich sage, okay, das ist ein Bild, kann ich es automatisch hochladen. Im Standardfall, ich kann das noch anpassen, wenn ich möchte, aber im Standardverhalten kann ich halt direkt dann das, muss ich quasi nur die Eigenschaften definieren und kann es sofort editieren. Und dann kann ich Child Nodes angeben. Das heißt also, ich kann sagen, hier drin dürfen nur Inhalte vom Typ Kite-Feature sein. Das heißt, ich kann quasi einschränken, dass innerhalb dieser Funktionalitätsblocks meines Kites nur Kite-Funktionalitäten aufgelistet werden können. Und auf diese Weise kann ich den Redakteur sehr gut führen, sozusagen an die Hand nehmen, sodass er halt nicht irgendwelchen Scheiß zusammenbaut, sondern wirklich semantisch sinnvolle Dinge zusammenbaut. Das heißt, man kann die Inhaltsstruktur direkt oder die semantische Struktur meiner Daten direkt als Nodes implementieren. Das ist ein sehr mächtiges Konzept. Also bei Typo 3 zum Beispiel kann man das auch bis zu einem gewissen Punkt machen. Man kann hier mit Type-Namen arbeiten, man kann verschiedene Types definieren, mit TCA irgendwie ein bisschen bauen. Aber das ist halt, also es ist sehr, sehr viel Arbeit bis zu diesem Punkt und es gibt immer gefühlt einen Unterschied zwischen den eigenen gebauten Dingen und den Standarddingen, die im System sind. Und das war uns halt sehr wichtig, dass es da halt keinen Unterschied geben darf zwischen den Kerndingen und den Dingen, die wir selber bauen, den Node-Types, die wir selber bauen. So, gut. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben quasi die Inhaltsstruktur als Baum definiert. Und wir haben gesagt, wie sieht der Baum aus? Ne? Wir haben noch nicht gesagt, wie wird das eigentlich dargestellt, wie wird das gerendert? Das ist jetzt der zweite Schritt, dass wir irgendwie definieren müssen, okay, was kommt denn da vorne raus? Das heißt, wir müssen uns um diese Rendering-Definition Gedanken machen. Und das ist machen wir mit Fusion. Das ist eine eigene Sprache quasi, die sich um dieses Rendering kümmert. Und ich würde sagen, das ist so Fluch und Segen von Neos zugleich. Ja? Also auf der einen Seite ist es ein sehr, sehr mächtiges Konstrukt. Auf der anderen Seite ist das, wo wir immer wieder Einsteiger scheitern sehen an dieser Hürde. Und wir versuchen da schrittweise auch besser zu werden. Das ist auch jetzt mit der nächsten Version, also mit der Easing und der nächsten Version hat es schon einen ganz, ganz großen Schritt in diese Richtung getan. Aber das ist was, da sind wir permanent dran. Also das heißt, Fusion ist was, das muss man euch erstmal wahrscheinlich erklären oder das müsst ihr auch als Input kriegen. Das kennt man nicht so intuitiv. Ich zeige mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Komponente, das ist so ein Atomic Logo Wall. Das ist ein Fusion Component. Das ist, also wenn ich das in meinen PHP schreiben würde, würde ich hier schreiben Class Atomic Logo Wall Extends Component. Und kleiner Fun Fact am Rande, das ist so ziemlich das einzige Relikt, dieser Pfeil nach links bedeutet erweitert. Das ist so ziemlich das einzige Relikt, was wir noch von Typo 3 Zeiten übrig haben. Tatsächlich ist, also in TypeScript gibt es ja auch diesen Pfeil, um Dinge zu kopieren. Aus heutiger Sicht wäre es eigentlich viel sinnvoller, da Extends hinzuschreiben, aber das haben wir leider noch nicht umgebaut. So, dieser Atomic Logo Wall
definiert, dass es zwei Parameter gibt, nämlich einen Content und einen sogenannten Variant, also den Inhaltsbereich und dann irgendeine Variante. Und jetzt kann ich so einen Renderer definieren. Und ein Renderer ist quasi eine Funktion, die das Markup enthält, was da rausgegeben werden soll. Ich weiß nicht, kennt ihr, wer kannte nochmal React? Nochmal kurzes Handzeichen? Ein paar Leute. Genau. Diese Idee ist sehr, sehr stark inspiriert von React, muss man dazu sagen. Früher war es sozusagen üblich, dass man Funktionalität und Templating immer komplett trennt. Dass man sagt, okay, ich habe irgendein Template, zum Beispiel ein Fluid-Template oder ein Symfony, ein Twig-Template beispielsweise oder ein Smarty-Template und ich habe irgendwo Logik, die dieses Template ansteuert und korrekt befüllt und zusammenbaut. Und React hat, ich sag mal, in den letzten Jahren waren es die ersten, die sozusagen diese Idee populär gemacht haben, zu sagen, naja, irgendwie ist die Grenze falsch, wir schneiden falsch. Wir müssen eigentlich schneiden innerhalb, also an der Komponentengrenze und nicht anhand der technischen Grenze, das ist ein Template und das ist Funktionalität. Und das heißt, was React eingeführt oder populär gemacht hat, ist, dass man sagen kann, eine Komponente enthält sowohl eine gewisse Logik als auch die dazugehörige, die dazugehörige Darstellung, also sprich das HTML. Und das haben wir halt hier auch quasi gemacht. Genau, und was man jetzt halt sieht, ist, der Renderer gibt also Markup, also HTML-Markup aus, und zwar so ein div-class-logo-wall und danach immer nochmal logo-wall-variant. Das heißt, wenn jetzt die Variante zum Beispiel wide ist, dann würde halt die Klasse logo-wall und logo-wall-wide entstehen. Und dann rendere ich hier den Inhalt rein, also das, was in dieser Content-Eigenschaft ankommt, wird dann sozusagen zwischen den öffnenden und schließenden Tag des Divs gerendert. Auf die Weise kann ich auch andere Komponenten einbetten. Ich kann zum Beispiel so ein Div rendern und kann jetzt hier so eine andere Komponente wie so eine Art Tag verwenden. Also das heißt, hier Konglomerat Website Atomic Brand Logo ist wieder genau so eine Komponente, die ich jetzt an dieser Stelle halt reinrendern möchte beispielsweise. Also nicht wundern, wenn ihr das jetzt nie auf einen Schlag versteht. Das ist erstmal ungewohnt und das ist erstmal strange, sage ich mal. Das ist ganz, ganz normal. Das werden wir später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Das ist der Vortrag von John, glaube ich. Ne? Genau. Da werden wir das noch ein bisschen erklären. Also wie gesagt, keine Angst vor Fusion. Da sind wir da, um auch zu helfen. Aber das ist doch der komplexeste Teil von Neos, den man erstmal durchdringen muss. Man kann im Übrigen auch klassisch Templaten mit sowas wie Fluid. Das hatten wir früher. Aber wir empfehlen es heute für neue Projekte nicht mehr. Können wir später noch erklären, warum. So, und jetzt kommt man manchmal an den Punkt, dass Content nicht reicht, also dass diese baumstrukturierte Inhaltsmaschinerie nicht ausreicht. Das Spannende, was wir festgestellt haben, ist, dieser Punkt kommt extrem spät, weil wir ganz, ganz viele Dinge, die wir so haben, also was weiß ich, News beispielsweise oder Blogposts oder Produkte oder Kommentare von Produkten, das sind alles letztendlich bestimmte Arten von Inhaltselementen. Was ist da noch wichtig, Neos hat, also wir haben nicht nur diese Möglichkeit, diesen Baum zu definieren, sondern man kann quasi auch Querverbindungen in diesen Baum ziehen. Das ist noch ganz, ganz wichtig. Das nennt sich dann Referenzen. Das ist im Prinzip wie ein Symlink auf Filesystemebene, wenn euch das was sagt. Ich kann quasi sagen, Beispiel, ich habe eine Liste von Tags an einer Stelle und dann habe ich meine Liste von Posts an der zweiten Stelle und jetzt kann der Post auf ein oder mehrere Tags zeigen. Und auf die Weise kann ich quasi auch komplexere Strukturen abbilden. Ich kann eine Stelle haben mit meinen Autoren beispielsweise und kann dann zentralisiert so Autorenseiten beispielsweise erzeugen für jetzt ein Blog-Beispiel oder ich kann meine Produkte kategorisieren oder. Und also dieser Baum plus diese Referenzen ist halt ein sehr mächtiges Konstrukt, wo man sehr viele Inhalte einbinden kann. Aber es gibt immer den Punkt, die Möglichkeit auszubrechen. Man kann sehr einfach immer auf die PHP-Ebene kommen, wenn man das möchte. Und spätestens, wenn man sozusagen Nutzereingaben verarbeiten möchte, also ein Formular, was der Nutzer halt erzeugt, dann muss ich es auf jeden Fall machen. An diesem Punkt muss ich auf jeden Fall hingehen und muss Nutzereingaben erzeugen, muss das in PHP irgendwie definieren. So, und meine Frage jetzt vor allem für die Typo-Treiler, wer kennt den X-Base? Genau, ein paar Leute. Also würde ich sagen, da kennt ihr schon einiges von Flow, weil, wie ihr vielleicht wisst, haben wir X-Base haben wir einen Teil von Flow in X-Base zurückportiert damals. Das heißt, sowas wie Dependency Injection, Model View Controller,
ist in XBase drin. Andere Dinge halt nicht, wie aspektorientierte Programmierung in Flow, Signal, Slots, Routing, Persistenz, Property Mapping, eine Expression Language, Security Framework. Muss jetzt nicht, ne? Also ich will jetzt nicht diese Begriffe im Detail erklären. Also wichtig ist nur, es ist halt ein vollwertiges Framework. Wenn ihr Symfony kennt oder ungefähr eine Vorstellung habt, was Symfony oder Laravel ist, dann wird euch das sehr bekannt vorkommen. Man muss auch dazu sagen, wenn wir heute starten würden, würden wir wahrscheinlich auf Basis von Symfony anfangen. Es ist nur so, dass wir quasi, also Symfony 2 wurde zeitgleich mit Flow entwickelt und als wir angefangen haben, war noch gar nicht absehbar, dass es sowas wie Symfony 2, dass das sozusagen der nächste Durchbruch werden wird. Deshalb sind wir so in dieser Situation und wir nehmen mehr und mehr Symfony-Komponenten bei uns ins System, weil das halt Code ist, den wir nicht selber maintainen müssen, aber ich sag mal, von den Konzepten und von den Paradigmen und auch von der Code-Struktur ähneln die sich sehr, sehr stark. Das heißt, wenn man sich in einem Symfony-Projekt zu Hause fühlt, dann ist der Sprung zu Flow relativ gering und umgekehrt. So, wer nutzt denn eigentlich Neos? Mittlerweile einige auch bekanntere Marken, also T3N ist vielleicht ein Begriff, das ist ein recht großes deutsches IT-Magazin. 1&1, einer der bekannteren Marken, die nutzen das bis jetzt für ihre Partnerportale, das ist das, was ich noch zeige und wir sind aber gerade auch in einem Großprojekt drin, wo das nochmal deutlich ausgeweitet wird. Genau, dann H-Hotels ist eine größere Hotelkette, genau, Corkites hat man schon gesehen, Swisscom nutzt es, Anita, das ist, ich glaube, Dessous als Beispiel und dann noch ein paar bisschen kleinere, sage ich mal, die man vielleicht nicht so kennt, plus viele, viele mehr. Wir haben auch noch mehr Showcases und so auf der Webseite, das sind jetzt einfach mal ein paar rausgepickt nach meiner subjektiven Wahrnehmung. Man muss natürlich trotzdem sagen, es ist immer noch verhältnismäßig unbekannt, ja, im Vergleich zu zum Beispiel einem Typo 3, ja, da brauchen wir auch nicht, oder einem WordPress, da brauchen wir nicht drum rumreden. Wir sehen, diese Popularität steigt Schritt für Schritt, aber klar, logischerweise, bis man auf so einem Level ist wie einem Typo 3 oder WordPress, das dauert natürlich auch eine ganze Reihe an Jahren. Momentan empfehlen wir Neos vor allem für, also Neos spielt vor allem seine Stärken aus für längerfristige und ein bisschen größere Projekte, wo man diese Anpassbarkeit halt nutzen möchte. Klar kann ich es, wenn ich einmal weiß, wie das geht, kann ich es auch für einen kleinen Single-Pager verwenden, aber ne, klar, wenn ich sozusagen einfach nur einen Single-Pager haben will, dann kann ich den wahrscheinlich mit WordPress viel, viel schneller machen, dann muss ich nicht die Konzepte von Neos lernen. Auf der anderen Seite, wenn ich weiß, okay, ich suche ein Werkzeug, was sehr flexibel ist und sehr flexibel einsetzbar ist, dann ist das, denke ich, das Mittel der Wahl. Genau, und ich möchte euch noch mal ein paar Beispiele zeigen von der Erweiterbarkeit im System. Ganz konkret der Erweiterbarkeit für Redakteure. Das bedeutet, ich installiere ein neues Paket dazu. Die sind auch alle Open Source, was ich jetzt hier demonstrieren werde. Und der Redakteur kriegt halt mehr Funktionalität. Und das ist was, das haben wir noch nicht so lange. Das haben wir erst seit der React UI, also seit, ich glaube, was, 2 Jahren, ne, war das ungefähr. Und vorher war halt die Nutzeroberfläche relativ statisch und man konnte es nur hinter den Kulissen erweitern sozusagen, aber auch die Erweiterbarkeit auf nutzbarer Ebene war halt ganz, ganz wichtig. Ein ganz einfaches Beispiel ist, ich kann diese Dinge, die im Inspektor zu sehen sind, das sind sogenannte Editoren. Ne? Das ist ein Texteditor, das ist ein Checkbox-Editor als Beispiel und die kann ich erweitern, da kann ich ganz einfach neue dazu schreiben. Beispielsweise einen Editor, der Farben, so einen Color Picker einbettet. Diesen Color Picker gibt es als fertige React-Komponente, also den kann ich mit 2 Zeilen React-Code einbinden quasi. Und und was ich benötige, um das in Neos einzubinden, sind, ich glaube, naja, vielleicht 8 bis 10 Zeilen oder so. Also es ist ein bisschen mehr, aber sehr, sehr, sehr schlank. Und dann habe ich halt einen vollwertigen Farbpicker, sollte ich das in meinem Projekt brauchen. Und ja, genau. Man sieht, glaube ich, auch ganz gut, dass ich hier kein Designer bin, weil ich kann nur hässliche Farben auswählen für diese einzelnen Backgrounds. Und das sieht auch alles nicht so hübsch aus. Aber ich glaube, die Idee wird klar. Man kann halt sehr einfach so einen neuen Komponenten dort in diesen Sidebar reinhängen und das erweitern. Und genau, ein bisschen erweitertes Beispiel ist, ich hatte ja erzählt, wir haben diesen Seitenbaum, ne? Und das ist für viele Anwendungsfälle sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr gut. Es gibt allerdings ein paar Fälle, da ist das eher problematisch, weil der Nutzer anders denkt. Da erwartet der Nutzer eher sowas wie eine flache Liste an Tags oder an Posts. Was wir jetzt gemacht haben, ist ein komplett neues Modul hier, uns hier eingehängt quasi, wo ich jetzt in dem Fall hier eine ich glaube, das ist ein Tags, das ist ein Kollege, also Freund aus dem Neos-Team hat das gebaut, der ist Russe,
Genau, ich glaube, er erzeugt gerade einen neuen Post. Das ist ein Post und Text, was wir hier sehen quasi. Und letztendlich ist das sozusagen nur eine neue Ansicht auf die Daten. Ne? Die Daten hängen immer noch am Baum an einer bestimmten Stelle. Aber wenn mein Redakteur halt eher das besser findet, das er gewohnt ist, dann kann ich ihm auch sowas bieten. Das ist auch eine Funktionalität, die wir auf absehbare Zeit wahrscheinlich in den Kern nehmen. Wir probieren sowas immer sehr gerne sozusagen über Pakete aus. Und wenn wir feststellen, okay, das funktioniert gut, das löst das reale Problem auf eine gute Art und Weise, dann wird es in den Kern integriert und halt auch dann stabil supportet. Genau. Und noch eins habe ich noch. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, wir haben quasi den Inhaltsbereich, da kann ich so Texte pflegen. Mit einem Rich-Text-Editor, mit CK-Editor. Und dann habe ich diesen Sidebar, da kann ich Text zuordnen, kann ich Bilder hochladen und so weiter und so fort. Und diese Trennung, das eine musst du links machen, das andere ist rechts zu tun, die war halt am Anfang bis jetzt, sage ich mal, rein pragmatisch. Wir haben halt gesagt, naja, ein Bild hier im Inhaltsbereich direkt zu pflegen, das ist halt schon ganz schön viel Arbeit, das so richtig zu programmieren, also packen wir es in den Inspektor. Aber eigentlich aus Redakteurssicht ist es eigentlich keine gute Idee, das so zu machen. Aus Redakteurssicht wäre es viel sinnvoller zu sagen, alles Wichtige sollte hier links zu sehen sein, also das, was ich jeden Tag brauche. Und den ganzen Rest packe ich hier in den Inspektor, weil da kann ich den nämlich zuklappen, habe viel mehr Platz für meinen Inhalt. Das wäre eigentlich eine viel sinnvollere Sache. Und da haben wir ein Paket gebaut, womit man quasi zum Beispiel hier Tags direkt inline pflegen kann oder auch Titel direkt inline pflegen kann. Genau, ne? Und ich kann diese selben Editoren, die ich gerade erzählt habe, kann ich quasi auch hier einbetten, wie zum Beispiel ein Datumsauswahl. Gucken, was noch kommt. Ich glaube, genau, eine Tag-Zuordnung. Und genau, und dann auch gleich, glaube ich, nochmal ein Bild hochgeladen. Genau, jetzt sehen wir, der Tag ist quasi jetzt auch vorhanden. Und auf die Weise kann ich auch zum Beispiel ein Bild editieren und ein Bild croppen. Und genau, das ist natürlich für einen Redakteur nochmal angenehmer zu arbeiten, weil ich halt nicht immer in den Inspektor gehen muss. Ich muss natürlich als Integrator ein bisschen mehr machen, damit halt diese Einstiegspunkte entsprechend da sind. Aber das zeigt so ein bisschen in Richtung eine Flexibilität, die wir halt ermöglichen wollen und was dieses Paket halt anbietet. So, genau, kurze Zusammenfassung. Aus technischer Sicht besteht also Neos aus einer ganzen Reihe von Paketen. Hier nochmal eine andere Darstellung, dieses Flow-Framework unten drunter mit so ein paar Basics, Objektmanagement, Dependency Injection, IOP, MVC, Persistenz, HTTP-Layer. Dann haben wir Content Repository und Fusion und Media, Fluid und on top halt Neos und die UI und Custom, also eigene Pakete. Und das ist halt ein Baukasten, den kann ich Komponenten rausnehmen, kann neue Komponenten dazu bauen und das ist so optimiert, dass die halt gut ineinander passen. Das war uns ganz, ganz wichtig, damit man halt auch die Menge an Dingen, die man lernen muss, irgendwie managen kann und das nicht unendlich viel wird. Nochmal an der UI gezeigt, was sind die neuen Funktionalitäten oder die wichtigsten Funktionalitäten. Ich kann eigene Inhaltstypen bauen. Das ist das Brot- und Buttergeschäft, was man, wenn man eine Neos-Seite baut, macht. Man macht ständig neue Inhaltstypen. Ich kann verschachtelten Inhalt auch auf der Seite machen und kann das auch einschränken, welcher Inhalt ist wo erlaubt. Ich kann verschiedene Preview-Modes machen, um zum Beispiel eine Mobile- oder eine Desktop-Ansicht zu machen oder auch eine ganz andere Ansicht meiner Daten als Google, zum Beispiel, wie sieht es in einem Google-Suchergebnis aus, diese Seite. Ne? Ich kann eigene Inspektor-Editoren machen und ich kann beliebiges Inhaltsrendering machen, zum Beispiel durch Fluid oder durch Fusion. Und das Ganze steht auf einer Basis, die auf der einen Seite überall erweiterbar ist, und zwar über ungeplante und geplante Erweiterbarkeit. Können wir gerne in der Kaffeepause noch ein bisschen drüber reden, wenn ihr da Interesse habt. Und halt ein Applikationsframework unten oder was halt bei uns Flow ist. Und ja, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Features. Wir haben mittlerweile auf der Neos-Webseite eine ziemlich gute Feature-Übersicht, wo das alles ein bisschen beschrieben ist. Was sind Kernfeatures, was sind Features, die über Pakete realisiert sind, die wir sozusagen, diese Liste wird kuratiert vom Core-Team, dass da halt nicht jedes Paket drin ist, sondern halt schon die, wo wir sagen, hey, okay, das passt irgendwie zu dem Konzept und das macht irgendwie Sinn. Ja, genau, das war es eigentlich von meiner Seite als Einführung. Ich freue mich sehr auf die auf euren Feedback, auf eure Fragen. Redet mit uns, das ist mir ganz wichtig. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, das ist ganz normal. Das ging jedem von uns so, der hier neu in Neos reingekommen ist. Dafür sind wir da. Dafür sind wir auch ganz, ganz direkt ansprechbar, hier auf dem Event, aber auch darüber hinaus. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr es mal ausprobiert und mal anschaut und mal guckt, wo könnte es funktionieren und wo nicht. Ja, vielen Dank erstmal.
Und dann würde ich mal fragen, gibt es soweit erstmal Fragen? Irgendwelche Fragen? Alle noch ein bisschen schüchtern? Macht nichts. Genau, in Zweifelsfall die Fragen auch gerne in der Kaffeepause stellen. Genau, gar kein Stress. Dann vielen Dank. Dann über den Tobi nochmal kurz. Und genau, danke Sebastian für die erste Einführung in NEOS.